Aus dem Aquarium direkt in den Topf. Trauriges Ende einer viel zu kurzen Flucht, aufgenommen in einem Restaurant im Nordwesten Chinas. Die Szene startet mit einem viel zu engen Aquarium direkt neben der Selbstbedienungstheke. Dann geht alles blitzschnell. Ein großer Zierfisch katapultiert sich aus seinem engen Fischgefängnis in die Lüfte, endlich frei für einen kurzen Augenblick. Doch dann landet er in hohem Bogen direkt in der brodelnden Suppe. Ein Gast hatte den Topf nicht wieder verschlossen. Pech für den Fluchtfisch. Trotz beherztem Rettungseinsatz mit einer Schöpfkelle kommt für die ehemals flinke Flosse jede Hilfe zu spät. Aus der Freiheit versehentlich direkt in den Tod. Das traurige Schicksal des Selbstmordfisches endet mit Deckel drauf.